Hallo Freunde des guten Geschmacks. Ich habe einen kleinen Test mit euch vor. Und zwar habe ich mir, beziehungsweise haben wir uns ein externes Mikro gekauft. Dieses hier. Und das will ich heute mal mit euch testen. Ich packe es erstmal aus, also ein kleines Unboxing. Und das zeige ich euch jetzt mal. Das ist das Comica V30 Pro. Ein Richt wie sagt man zu dem Mikrofon? Richtungsmikro? Keine Ahnung. Aber es kam 65 Euro. Ja, 65 Euro kam es bei Amazon. Es ist ein hier also ein Puschel bei, wenn du draußen, wenn es draußen windig ist, ne, so, das packt man mit drauf aufs Mikro und Puschel. Das ist mit dabei, das finde ich schon mal gut. Ich hatte nämlich überlegt, mir das Rode zu, also dass wir uns das so von Rode kaufen oder dieses. Hätte ich mir das von Rode gekauft, hätte ich mir das nochmal extra kaufen müssen. Das kostet dann nochmal 30 bis 45 Euro. Und ich habe mir einen Test angeguckt und den tendieren eher zu dem Komiker. Wie Mikro. So, Wille. Und zwar so. Das ist super leicht. Wirklich super leicht. Ich habe gedacht, oh Gott, das sieht so schwer aus. Aber das ist wirklich. Ich weiß nicht, das wiegt bestimmt nur ein paar Gramm. Hier ist der Stecker. Hier kommen Batterien rein. Habe ich schon reingemacht. Batterien, weil ich habe es mich schon ausgepackt. Und dann habe ich zu mir gesagt, ach, ich werde mal einen Test machen. Und man kann hier sogar einstellen, plus 10 Dezibel. Man kann hier noch den Ton, wenn man draußen ist und dass man die Umgebungsgeräusche nicht so doll hört, kann man hier das noch extra einstellen. Und ja, das ist das Mikro. Und ihr hört ja jetzt den Ton ohne Mikro, ne? Also nur mit dem internen Mikro von der Canon-Kamera. Ich schließe jetzt mal dieses Mikro an und dann melde ich mich wieder. Und dann achtet mal bitte drauf, ob ihr einen Unterschied hört, wie der Ton, welcher Ton besser ist, mit Mikro, ohne Mikro. Also bis gleich. So, jetzt habe ich das Mikro angeschlossen. Es ist sogar 50 cm entfernt von mir. Es ist dort oben. Der einzige Nachteil, der mich aber wirklich nicht weiter stört, man kann jetzt dieses Display nicht mehr nach hinten drehen. Dann müsste ich erst wieder das Mikro rausstecken, um dann zu drehen, aber ich muss ihn ja nicht drehen. Und von da, und das Kabel hängt da vom Bildschirm, aber stört mich auch nicht weiter. Wichtig ist ja, dass der Ton war ja nicht schlecht, aber vielleicht ist der Ton jetzt noch ein bisschen besser mit diesem Mikrofon. So, und dann machen wir mal gleich weiter. Sonst lohnt der Test ja nicht wirklich. Ich habe noch ein kleines Paket vom Pretty Nail Shop bekommen. Selbst gekauft. Selbst gekauft, selbst bezahlt. Und um diesen Test fortzuführen, machen wir gleich mal ein Unboxing. Ich habe zweimal Glossy Versiegler, einmal also in Milky und in noch eine Farbe. Also nicht klar, sondern. Die waren jetzt im Angebot für 94, habe ich mir zwei Stück gekauft. Dann habe ich mir gekauft Acrylgel French White. Das war, glaube ich, 96, auch im Angebot. Dann habe ich gekauft Milky Pink Acrylgel, auch für 6,90 €. Dann habe ich mir gekauft, weil ich diese so eine. So eine Farbe habe ich noch gar nicht. Und zwar ist das ein Nougat-Creme. Ich mach das mal auf mit euch. Maus, liegt meine Brille vorne noch? Moment. Habe ich die liegen gelassen? Ja, ich habe noch nicht so eine. Das ist, wie nennt sich die Farbe? Warte mal. Nougat-Creme. Ich habe überhaupt noch gar keinen Braunton in meiner Sammlung. Und ja, schauen wir uns mal an. Ich muss meine Nägel heute sowieso machen. Was heißt muss?
Ja, ich muss, ich will sie nicht, aber ich muss, weil ich finde mich mein Design diesmal so schön, dass ich mich gar nicht von trennen möchte. Und ja, gucken wir mal, was ich Schönes zaubern kann. Dann habe ich mir bestellt, wollte ich schon immer mal haben, dieses Ombres Bond Tool. Das kam 3,95 €. Also ja, mit 600 Schwämmchen und halt diese Halter. So, die, dann habe ich mir einen neuen Scrapper, also einen neuen Stamper bestellt. Ich habe mir noch zwei bei Wish bestellt, die kommen auch noch. Ja, meine sind alle kaputt irgendwie. Ich weiß nicht, also keine Ahnung. Ich muss mal gucken. Der kam jetzt 93, finde ich ganz schön teuer für so ein. Bei eBay kriegst du, bei Wish kriegst du für 99 Cent, aber egal. Egal. Dann habe ich mir bestellt Tattoos. In Silber, so Federn. Federn und nicht Federn, ja doch, nee, naja, Federn, ja. Blätter, Blätter, nicht Federn, Blätter. Dann hier einmal so ein Netz in Weiß. Ein Netz in Schwarz. Nochmal Federn in Gold. Und dann habe ich mir, ich weiß nicht warum, das ist so. Ja, Moment mal, ich pack das mal aus. Ich kann das schlecht beschreiben. Das ist so Art Fiberglas. Das kann man als. Also zwei, ja, genau. Das kann man sich als, ja, Nailart machen. Na, mal gucken, was ich Schönes damit mache. So, das war's. Ja, ihr wird nicht. Mehr gibt es nicht. Und jetzt möchte ich gerne wissen von euch, ob ihr den Unterschied zum Ton bemerkt habt. Ich bin blass, wa? Naja, die Sonne scheint nicht mehr. Mir geht's heute nicht so gut. Schon gestern nicht so gut, aber egal. Ja, Kalitili, willst du wieder ins Video? Nein, heute nicht. Nein. Nein. Du immer ins Video willst. Sobald ich die Kamera anhabe, fängst du ja an zu meckern. Da guckt dann auch da rein. Du. Hallo Freunde. Ich wünsche euch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende. Wolltest du das jetzt noch sagen, Schatz? Ja, oder was wolltest du jetzt hier bei mir? Wolltest du auch das neue Mikro testen? Draußen sitzt die Irmi, da sieht er, sie sitzt. Kannst du mal winken, Irmi? Hallo Fans. So. Ich beende jetzt dieses Video und schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr einen Unterschied gemerkt habt. Man muss ja irgendwie einen Unterschied merken. Ich meine, 65 Euro ist ja nun nicht wenig Geld, ne? Alle klar, meine Lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Ist auch egal. Support ist Support. Und Support ist auch kein Mord. Sagt die Hatice immer. Und ja, also, in diesem Sinne, wir sehen uns wieder. Tschüss. Ist ein Versprechen. Tschüss. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up.